Geister. Kahns Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Kahn versicherte mir, dass Burdens Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Warte mal. Also, Kahn hat uns beim Kampf gegen die Banditen geholfen? Und wann bitteschön soll das gewesen sein? Naja, egal. Wir fahren fort. So, wo ist jetzt Kahn? Kahn. Hallo, Kahn. Ja, der Kahn hat sich schon verpieselt oder ist jetzt da hinten rein? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle gucke ich eben, ob mein Mikrofon an ist. Ja, das ist es. Sehr gut. Dann schauen wir uns hier mal um, beziehungsweise pumpen hier erstmal wieder ein bisschen an unserer Taschenlampe rum. So, ich würde sagen, die Knarre laden wir erstmal nach. Erstmal ganz kurzen Waffencheck machen, so, das ist klar. Wie viel habe ich davon? Na, auch ein paar. So, die Knarre können wir auch mal wieder beladen. Sehr schön, so. Genau, und hier hatten wir jetzt, genau, die Einläufer gehabt, sage ich mal. So. Die läuft ja voll ein, die Knarre. Nein, tut sie nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in diesen Raum hinein. Oder auch nicht. Ah, nee, das ist der Raum, in dem Bourbon liegt. Daher kommen wir. Das heißt, wir gehen jetzt hier hinten weiter. Und da vorne ist auch schon Kahn. Ich gebe mal Fersengeld und irgendetwas passiert gerade. Aber bevor es passiert, schaue ich mal hinten die Kiste. Nee. Okay, dann auf geht's, Kahn hinterher. Okay, ist noch eine Tür. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Oh, dann werde ich dort mein neues Zuhause errichten. Aber vorher können wir hier rein. Nee, können wir nicht. Ein Stromkästchen hier. Können wir aber auch nichts mit anfangen. Dann gehen wir jetzt hier in den neuen Gang hinein, in dem... Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Okay. Oh. Das Lachen von Kindern. In den Rohren? Uah! Scheiße! Was war das? Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Okay. Was für eine abgedrehte Erfahrung. Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Geht das nochmal? Gehen wir. Okay. Ist ja grauenvoll, aber auch interessant zugleich. Wir gucken mal hier rein, ob es hier noch irgendwie Moon oder sowas gibt. Nee, gibt's nicht. Gut, dann gehen wir weiter. In den unbekannten Tunnel Kahn hinterher. Sei hier vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Ich denke, hier ist sonst niemand. Ja. Er war wohl auch hier. Ja, das möchte ich bitte vermeiden. Aber mal gucken, was der hier noch hat für mich. Oh, ein bisschen Moon. Ah, hier können wir wieder auf die Doppelläufige wechseln. Ich habe im Tooltip gelesen, der Vorteil der Doppelläufigen ist, hier können wir nämlich beide Kammern abfeuern. Das wäre vielleicht gar nicht mal so übel, oder? Ich habe jetzt ein bisschen Moon verloren, aber mir hat die jetzt auch so ein bisschen besser gefallen. Weil wir können ja dann mit Doppeldrücken halt beide Kammern gleichzeitig abfeuern. Deswegen gehe ich mal wieder auf die Doppelläufige zurück. Und gibt's bei dem irgendwas zu holen? Nee. Gibt's nicht. Ihr habt mir außerdem in die Kommentare geschrieben, ich soll bei den Händlern wirklich am besten nur Filter kaufen, denn Moon und Knarren kriege ich auch so schon hier in den Tunnels genug und bisher wurde ich auch schon recht gut versorgt. Jetzt haben wir hier ein umgestürzter Buggy. Ja, es war wohl die Fahrt des Todes und da vorne weint doch jemand. Immer nach vorne schauen. Okay. Ein komischer Schatten. Ich glaube Schatten. Nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Wir müssen daran vorbeigehen, nicht die Silhouetten berühren. Na toll. Ah! Ist das, was hier früher passiert ist?
noch eine Granate, ein bisschen Dynamit in der Hand, aber wir können es uns nicht nehmen. Konzentrieren. Die sieht auch ziemlich vergammelt aus. Oh mein Gott. Ich glaube, das sind aber... So lange können die doch noch gar nicht tot sein hier. Ja, ich bash die ganze Zeit und schau, ob ich hier vielleicht noch ein bisschen Moon aufheben kann. Oh, hier sogar ein bisschen Militär-Moon. Sehr gut. 125 habe ich derweil. Es ist gar nicht mal so wenig. Wenn wir vielleicht jetzt hier so ein bisschen länger draufhalten, vielleicht kriegen wir dann so wieder eine Special-Erfahrung. Nee, ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir wieder Kahn nach. Diesmal in den verlassenen Waggon. Ja, seine Funzel leuchtet da hinten ein bisschen. Sie flimmert und da flackert. Was haben wir hier? Ein Totenkopf, also ein Totenschädel. Ein paar zerplatzte Pilze. Ja, früher haben hier die Menschen drauf gesessen, sich geärgert. Der stressige Weg zur Arbeit, immer diese... Ja, diese boshaften Gesichter am Morgen. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Bus oder Bahn fahrt morgens zur Arbeit oder zur Schule. Man guckt immer nur in hängende Gesichter. Ja, und jetzt gucken wir nur noch in tote Gesichter. Und da vorne ist wieder ein Schatten, den darf ich nicht... Ist das ein Kind? Mama, wo bist du? Oh mein Gott! Junge, hinter dir! Mama! Oh nein, oh nein! Gott. Das muss hier alles erst kürzlich passiert sein. Kommen wir da rein? Nein, da gibt es auch nichts zu holen. Aber wer ist dieser Kahn eigentlich? Er scheint ein Freund zu sein, aber ein Freund, den wir eigentlich gar nicht kennen. Zur Seite, Artyom. Was zur Hölle? Bin doch zur Seite gegangen, oder? Hat das nicht gereicht? Ja, das hat leider nicht gereicht. Letzter Speicherpunkt. Okay, hat sich jemand die Nummer von dem Zug aufgeschrieben? Ich will mich beschweren. Zur Seite, Artyom. So. Ich guck gar nicht hin, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Das ist hier passiert. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Aber wie kommt das? Ja, der Zug ist da vorne wahrscheinlich verunglückt. Und dann kamen, ja, die Viecher aus den Tunnels. Und haben ja, sich um die wenigen Überlebenden gekümmert. Auf ihre ganz eigene Art und Weise. Sie vom Leben befreit. Aber das kann doch jetzt nicht alles nur die Auswirkung atomarer Strahlung sein, oder? Ach, hier haben sich die Wurzeln schon durch die Tunnel gegraben. Sieht voll gruselig aus. Immer nach vorne schauen. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Folge mir. Aber bleib hinter mir. Alles klar. Ja, aber der Kahn scheint auf alle Fälle mehr zu wissen. Castonel apio asterio manto. Castonel apio asterio manto. Alam rom om. Alam rom om. Castonel apio asterio manto. Castonel apio asterium. Alam rom om. Alam rom. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Das glaube ich dir gerne. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Okay, Kahn ist also der letzte Überlebende dieses Unglücks hier.
Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Oh ja. So, bevor wir jetzt weitergehen, erstmal hier hinten nochmal gucken. Ja. Ob wir Himmel und Hölle mit wegatomisiert haben, das wäre zumindest eine Erklärung, aber ja, kann das alles wirklich stimmen? Aber wer ist dann der Feind und wogegen kämpfen wir? So, Khan flitzt da hinten durch, ich schaue mich noch ein bisschen um. So, und jetzt... Oh, langsam wird mein Licht schwach, sehe ich gerade. Ja, mein Lämpchen ist ja auch schon fast am Ende. Deswegen, kurz mal ein bisschen rumdrücken hier. So, jetzt haben wir hier noch einen. Mein Gott, wie er zugerichtet ist. Ah, seine Knarre ist auch futsch. Und jetzt noch ein bisschen Moon konnten wir aufheben. Eine tote Ratte. Ach, Scheiße. Ja, ich guck mir das gleich an. Warte mal ab. Guck mal, hier hinten eine Knarre. Aber da ist auch noch, da ist auch... Guck mal, was da drin ist. Ja, die Knarren kann ich nicht aufheben, aber die Moon habe ich mir geholt. Ja, du brauchst... Boah, ist die voll beladen mit Militärmoon? Oder täusche ich mich gerade? Ja, wir gucken mal. Nee, ist sie nicht. Oh, oh. Das ist ein Ratten da vorne. Ich dachte schon, die Schädel bewegen sich. Was sind wir hier eigentlich gerade? Was zur... Konzentrieren. Was wartet da auf uns? Lieber die Doppelläufige. Und jetzt? Davon liegt was. Ein bisschen Moon. Uah! Ach, Scheiße! Uah. Da lag... Oder... Verdammt. Dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Die verfluchte Station? Ich habe das Gefühl, durch dieses grüne Zeug sollte ich nicht durchlaufen. Sie haben ihn den... Oh Gott, wie sie den zugerichtet haben, den armen Kerl. Ist da hinten noch was? Nee, sieht nur so aus. Gut. Ja, da lag leider mein Finger gerade etwas unruhig. Aber die Spannung war auch extrem hoch. Gehen wir. Oh, oh. Lieber mal eine Gasmaske aufsetzen. Lieber mal eine Gasmaske absetzen. Ah, falsch. Oh. Anomalie.